Krieg in Nahost, immer mehr Judenhass in Deutschland ist unser Thema heute und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Heute gab es bundesweit Razzien bei islamistischen Vereinen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Der Krieg im Nahen Osten hat ganz unmittelbare Folgen für Deutschland, das ist klar. Gewalt und Hass auf den Straßen, Islamisten fordern das Kalifat und sind sich mit Rechts- und Linksextremisten nur in einem einig: Israel und die Juden sind an allem schuld. Die Hetzer und Antisemiten à la Couleur haben es auf jüdische Bürger abgesehen und auch und im Besonderen auf unsere Demokratie. Was ist zu tun? Das fragen wir uns und diese Gäste. Ricarda Lang, die Parteivorsitzende der Grünen. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn. Malu Dreyer, die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stefan J. Kramer. Der Journalist von der Welt Dennis Yücel. Und die Antisemitismusforscherin Sina Arnold. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßte Gäste dieser Sendung sehr herzlich. Los geht's. Hass und Gewalt in Deutschland. Liebe Zuschauer, die Politik ist entsetzt und findet neue Töne. Solidarität der versammelten Verfassungsorgane mit den Juden in Deutschland. Was früher oft nur betroffen klang, klingt heute wenigstens entschlossen. Deshalb muss auch jeder wissen, Antisemitismus, wer das macht, riskiert auch aufenthaltsrechtlichen Status. Eine neue Tonlage. Grund sind Tausende, die seit dem 7. Oktober hierzulande für die Freiheit Palästinas demonstrieren, gegen Israel. Unter ihnen auch Antisemiten. Immer wieder verbotene Transparente, die Straftaten sind sprunghaft angestiegen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt den Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft. Die Angst in den jüdischen Gemeinden sei groß. Wir wollen frei leben und dabei nicht auf Schutz angewiesen sein. Diesen Wunsch habe ich und ich werde ihn mir nicht nehmen lassen. Und es ist dennoch eine Utopie, sagt Josef Schuster. Ricarda Lang ist bei uns, eine der beiden Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Lang, Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz, sagen im Grunde jetzt alle Politiker, ausgerechnet in einer Situation, wo es nie so in Zweifel stand wie jetzt. Wenn man ehrlich ist, kann dieser Satz gerade keine Realitätsbeschreibung sein, sondern nur ein Auftrag, ein Wunsch, ein Zustand, den man erreichen will. Man muss ja ganz klar anerkennen, Antisemitismus macht sich gerade unglaublich viel Platz. Ich will daran denken, in dieser Woche ein Interview von Igor Levit, einem jüdischen Pianisten, der darüber schreibt, wie es gerade ist, als Jude in Deutschland zu leben. Und er sagt, er hat sich selten so allein gefühlt. Sich nicht mehr sicher zu fühlen, weder in jüdischen Einrichtungen, in den Synagogen. Und das ist ehrlich gesagt was, wofür wir uns als Land nur schämen können. Denn das, was wir gerade beschrieben haben, das muss ja der Anspruch sein, dass Jüdinnen und Juden in diesem Land sicher leben können. Mhm. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, wir sind davon viel zu weit entfernt. Stefan J. Kramer ist bei uns, Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen. Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Thüringen. Wir haben heute Nachrichten von diesen Razzien in 7 Bundesländern bekommen. Herr Kramer, fangen wir vielleicht damit an, dass die heimliche Außenstelle Teherans in Deutschland, auch das IZH in Hamburg, jetzt endlich wenigstens mal angeschaut und durchsucht wurde. Warum passiert das alles erst jetzt? Das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns auch als Verfassungsschützer, nicht nur ich in Thüringen, auch die Kolleginnen und Kollegen. Weil in der Tat wir ja schon seit Jahren auch über diese Szene sehr deutlich informieren, auch davor warnen. Es ist ja kein Geheimnis, was sich dort in der Moschee abgespielt hat und an vielen anderen Plätzen auch in der Bundesrepublik. Ich denke da nur auch an die Verbote, die ausgesprochen wurden bei Samidun, aber auch den anderen Organisationen. Die sind ja schon sehr lange auch auf dem Schirm der Verfassungsschutzämter, insgesamt seit den 80er Jahren. Und gleich die Frage, haben Sie eine Erklärung, warum das alles erst jetzt geschieht? Natürlich geschieht es, weil gerade die Eskalationsstufe wirklich, glaube ich, einen Level erreicht hat, den wir bisher so noch nicht gesehen haben. Ja. Insgesamt als Land, als Bevölkerung auch. Wobei, wenn man ehrlich ist und sich die letzten 20 Jahre anschaut, wir hatten immer solche Ausbrüche, insbesondere dann, wenn es auch gerade im Nahen Osten wieder zu entsprechenden Terroranschlägen und Reaktionen gekommen ist. Aber ich glaube, das, was wir momentan erleben, das Massaker selber, aber vor allen Dingen auch die Reaktion weltweit
Das ist noch mal eine ganz neue Eskalationsstufe. Und da sind natürlich dann auch solche Konsequenzen, glaube ich, notwendig. Wir haben in Deutschland tatsächlich erschreckende Zahlen. Gucken wir uns das noch mal an. Seit dem 7.10. zählt das BKA 3.348 Straftaten, eben auch so aufgestellt und untergliedert. Kapern die Extremisten da auch diese Demonstrationen oder sind sie ihr Kern? Ich glaube, da muss man deutlich unterscheiden. Es gibt eine ganze Menge Muslime in der Bundesrepublik, die sich natürlich Sorgen machen, die familiäre Bindungen haben, die deswegen aber das Existenzrecht Israel noch nicht in Frage stellen und die natürlich auch auf die Straßen gehen, weil sie das Bedürfnis haben, sich selber Luft zu machen. Aber das, was wir insbesondere mit den Eskalationen und den Gewaltstufen auch hier in Berlin, in Hamburg, aber auch in Nordrhein-Westfalen und an anderen Städten gesehen haben, das sind schon zum großen Teil Demonstrationen und Versammlungen, die sind gesteuert von bestimmten Gruppierungen aus dem Umfeld und dem Dunstkreis der Hamas und anderer islamistischer Organisationen. Bei uns ist Deniz Yücel, deutsch-türkischer Journalist und Autor und Co-Sprecher des PEN, einer Autorenvereinigung hier in Berlin. Deniz Yücel ist dankenswerterweise eingesprungen heute. Wir hatten eine Deutsch-Palästinenserin eingeladen, die sich kurz vor der Sendung krank entschuldigen musste. Wichtig ist natürlich, diese Position zu fragen und immer wieder zu fragen. Man kann Israel kritisieren, man kann die israelische Regierung kritisieren. Wie schwer oder wie leicht ist es jetzt aber für engagierte Menschen, die das tun müssen, eine Demonstration zu finden, wo man mit Sicherheit weiß, dass die friedlich endet? Das ist jetzt, ich bin ein bisschen der falsche Adressat für diese Frage. Ich versuche die mal grundsätzlich zu beantworten, aber vorweg, ich bin gerne eingesprungen, als Sie mich eine Stunde vor der Sendung gefragt haben. Aber ich muss sagen, dass ich ausgerechnet für Frau Hassoud einspringen musste, das finde ich sehr bedauerlich, weil es gerade auch in den letzten Wochen nicht viele, vor allem palästinensisch oder arabische Menschen gibt, die als Journalisten, Schriftsteller, Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen und so weiter im öffentlichen Raum sprechen würden. Ja. Und deswegen finde ich das sehr, sehr bedauerlich, dass Frau Hassoud jetzt krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und es ist sehr gut, dass Sie darauf hinweisen, weil es sind tatsächlich wenige. Weil das Ihre Frage war, ich finde, man muss diesen Stimmen, den Nicht-Radikalen, den muss man Raum geben. Man muss sie vielleicht auch in die sozusagen moralisch auch appellieren, den öffentlichen Raum nicht den Radikalen zu überlassen. Aber was man halt auch nicht machen kann, ist quasi solchen Menschen einen Rahmen dessen, und zwar einen engen Rahmen dessen abzustecken, was sie sagen dürfen. Also das ist dann auch legitim. Deswegen ist diese Frage mit Israel-Kritik, das ist nicht für mich in diesem Kontext nicht das Erste, was ich sagen würde. Aber das würde vielleicht Frau Hassoud womöglich mit Verwandten in Palästina auch anders sehen. Und das finde ich, das gehört beides zusammen. Man muss den Raum geben, aber man darf auch nicht sozusagen, man muss auch damit auch was aushalten, wenn dann jemand eine Palästinenser, natürlich nicht die Hamas rechtfertigt und natürlich nicht das Existenzrecht Israels in Frage stellt, aber Dinge anders sieht. Und wenn ich noch einen Satz zum Thema Verbote sagen darf. Also eine der Gruppen, die in der letzten Zeit von sich reden gemacht haben, das ist diese Organisation, die diese Demonstration in Essen organisiert hat. Das kenne ich ganz gut, weil vor über 20 Jahren habe ich damals noch als junger freier Autor ein paar Texte im Tagesspiegel geschrieben, die dann sehr direkt dazu zu diesem Verbot geführt haben. Ich kenne, das ist eine Gruppe namens Hizb ut-Tahrir, die sich danach neu organisiert hat, heute neu aufgestellt hat, heute auch so diesen modernen antikolonialen Jargon auch drauf hat. Aber der Kerngedanke, der Kalifatsgedanke, das ist da immer noch drin. Ich finde, und deren Sprache zum Beispiel, die sprechen Deutsch. Das ist keine Frage, da müssen wir über andere, da reden wir über Extremismus, da reden wir aber nicht um Integration. Und das sind zwei Themen, die sich überschneiden, aber die nicht identisch sind und was in der Diskussion oft durcheinander geworfen wird. Und Verbote alleine, dafür zeigen diese Gruppe, Verbote alleine sind nicht immer eine Lösung. Das Islamische Zentrum in Hamburg, diese iranische Agentur, das ist eine andere Nummer. Und die hätte schon spätestens letztes Jahr mit den Xinjiang-Azadi-Protesten im Iran, das war die zentrale Forderung der iranischen von Deutsch-Iranern. Dass das immer noch nicht passiert ist, das finde ich wirklich skandalös. Da haben wir auch viele Sendungen dazu gemacht. Und das ist jetzt nicht entscheidend, aber es wäre gut gewesen, wenn es Reaktionen gegeben hätte. Jens Spahn ist bei uns, stellvertretender Fraktionsführer der Union. Herr Spahn, jetzt ist auch ein Slogan verboten, nämlich vom Fluss bis zum Meer, Palästina soll frei sein. Hilft es, mit solchen Verboten zu arbeiten, Slogans zu verbieten? Organisationen kann man verbieten, das muss man sogar. Kann man Slogans verbieten? Kann man natürlich auch. Die Frage ist ja, es sind ja Codes.
und dieser ist, steht sehr klar für das eben Nicht-Existenzrecht Israels, das Auslöschen Israels, Vernichtung Israels. Und darum geht es ja bei diesem Slogan. Und deswegen muss man das auch, Hassruf ist es eigentlich eher, auch unterscheiden. Mitgefühl mit den Menschen im Gaza zu haben, ist einfach menschlich. Und da zu demonstrieren, ist auch völlig okay. Empathie, Mitgefühl als Rechtfertigung zu nutzen für Hass, das ist eben nicht okay. Und das ist die Grenze, die wir da ziehen müssen. Und ich finde es schon bemerkenswert im positiven Sinne, dass wir eine sehr breite demokratische Mitte in Deutschland haben, die da auch sehr, sehr klar ist miteinander. Das ist nicht in allen Ländern so, allein schon in unseren europäischen Nachbarländern nicht, dass da so klar wir stehen gegen Judenhass in Wort. Aber das Entscheidende ist jetzt eben auch die Tat. Also man muss schon auch sagen, bis zum 7. Oktober war die Bundesrepublik auch mit beiden Augen, man muss auch sagen, die Bundesregierung mit beiden Augen auch blind bei bestimmten Themen. Der Expertenkreis politischer Islamismus ist erst vor wenigen Wochen aufgelöst worden, nach nur einem Jahr. Die Islamkonferenz hat sich vor allem beschäftigt mit antimuslimischem Rassismus. Judenhass war da, ist jetzt ganz schnell noch auf eine Tagesordnung gekommen, übernächste Woche, aber auch nur so halb. Von 200 Millionen Euro im Demokratieförderung beim Familienministerium gibt es kein Projekt, nicht ein einziges gegen muslimischen Judenhass. Also ich bin sehr dankbar, dass wir da so einig sind. Das ist gut, das ist wichtig in dieser Zeit für die Gesellschaft. Aber jetzt müssen eben auch Taten folgen. Das Einzige, was bis jetzt als Tat gefolgt ist, waren die Razzien heute. Es war noch nicht mal ein Verbot, es waren bis jetzt Razzien. Und wir haben beim Strafrecht, da geht es um Demonstrationen, da geht es aber eben auch um Ausländerrecht, Aufenthaltsrecht. Der Kanzler ist gerade ja gezeigt worden, gefolgt ist aus all dem nichts. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass diese Einigkeit, die wir haben in der Verurteilung, dass daraus jetzt aber schnell auch die entsprechenden Entscheidungen folgen. Und welches sind die richtigen Taten? Wir sind dankbar, dass Malu Dreyer auch bei uns ist, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz. Frau Dreyer, die Justizminister haben tatsächlich nun beschlossen, zusammen mit Nancy Faeser, dass sie nur prüfen wollen, ob es ein eigener Straftatbestand ist, das Existenzrecht Israels zu leugnen. Warum muss man das prüfen? Ich bin jetzt nicht ganz in dem Thema so drin, aber ich gehe davon aus, dass man es prüfen muss, weil selbstverständlicherweise wir viele Paragraphen im Strafgesetzbuch haben, die inzident auch beinhalten, dass das Existenzrecht Israels zu leugnen natürlich strafrechtlich verfolgt werden muss. Wir haben mindestens 5, 6 Straftatbestände, die sehr, sehr klar sind in dieser ganzen Angelegenheit. Und deshalb ist es schon richtig, dass man einfach schaut, brauchen wir, haben wir Handlungsbedarf? Und wenn wir Handlungsbedarf haben, ist es ja auch klar, dass gehandelt wird an dieser Stelle. Aber vielleicht auch noch mal ergänzend zu allem, was gesagt worden ist, ich will schon auch noch mal ausdrücken, dass ich selber auch wirklich total beschämt bin, was wir erleben in Deutschland, 85 Jahre nach der Reichspogromnacht. Und ich will auch sagen, dass es mich bedrückt, wenn Juden und Jüdinnen mir erzählen, dass die eben nicht gerade den Aufschrei in Deutschland erlebt haben. Es gab nicht den geschlossenen Aufschrei zugunsten oder auf der Seite von Israel, sondern es gibt sehr viel auch Zögerlichkeit im Sinne von, ja, ja, schon, aber. Und das, glaube ich, das müssen wir unbedingt noch schaffen in Deutschland, dass wir ganz eindeutige Zeichen auch setzen in Richtung, dass wir auf der Seite Israels stehen und natürlich diesen terroristischen Angriff verurteilen. Es tatsächlich dann auch deutlich zeigen auf der Straße. Wir erinnern uns an viele, viele andere Ereignisse in der Vergangenheit, wo es ganz leicht war, plötzlich Hunderttausende von Menschen zu mobilisieren. Und das ist in dieser Frage leider nicht ganz so eindeutig. Und das ist sehr schade. Nicht so eindeutig. Anknüpfen dürfte, weil ich glaube, dass diese Frage als ein Doppeltens, was die Demonstrationen angeht. Ich finde auf der einen Seite, weil gerade die Frage auch angesprochen wurde, gehen da Leute hin, die eher trauern um die Menschen in Palästina. Da muss man ja sagen, wenn auf diesen Demonstrationen teilweise Begriffe fallen wie Tod den Juden, das bedeutet nichts anderes als Tod der Demokratie. Das muss man in dieser Klarheit sagen. Und ich glaube, man muss auch appellieren an alle, die mit den Menschen leiden in Palästina, auch alle, die sich vielleicht Sorgen machen um Familie, die sie dort und in der Region haben, sich nicht instrumentalisieren zu lassen von Extremisten, sich nicht instrumentalisieren lassen von Islamisten, ganz klar nicht von der Hamas instrumentalisieren zu lassen. Denn es wird dauerhaft auch für Palästina keine Freiheit und keinen Frieden geben mit der Hamas und gegen Israel. Und ich glaube, das ganz klar zu sein. Kommen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht ist diese Reaktion des Bundes, was tut man jetzt klug, ist natürlich die große Frage. War es klug, um damit gleich anzufangen, Frau Lang, dass das Betätigungsverbot für Samidun und das Verbot von Hamas vom Bundeskanzler ausgesprochen war, ohne dass es die Innenministerin schon vorbereitet hatte?
Es war vor allem klug, dass es jetzt kommt. Dann muss er sehen, das sind Vereine, die Herr Kramer auf den Straßen in Deutschland sowas nicht ankündigen, feiern, sondern einfach machen. Man soll es tun, umsetzen und dann kann man drüber reden. Aber ist natürlich klar, dass das Ganze auch eine politische Dimension hat. Man wollte, der Bundeskanzler wollte sicher in guter Absicht auch in dieser Situation ein klares Statement, ein Signal abgeben. Das muss man ihm zugutehalten. Rein technisch ist es eher so, man setzt es um, führt es aus und dann kann man drüber reden. Weil ansonsten natürlich die Gelegenheit der Betroffenen ist, Dinge beiseite zu schaffen, belastendes Material beiseite zu schaffen. Und das ist dann kontraproduktiv. Okay. Das verstehe ich sehr, aus der Sicht sozusagen, dass du das umsetzt durchaus. Ich glaube aber, das Wichtige ist, dass diese Verbote jetzt erfolgt sind, weil das schon ein klares Signal ist. Wir akzeptieren es nicht und wir haben auch keinerlei Toleranz, wenn der Hamas-Terror ja nicht nur geduldet, sondern gefeiert wird auf deutschen Straßen. Das war ja das, was von Samidun ausgegangen ist, da Süßigkeiten zu verteilen, wirklich diese Gewalt zu feiern. Und ich glaube, dass das richtig ist, dass das von staatlicher, von politischer Seite kommt. Ich würde aber an den Punkt von Frau Dreyer noch mal anschließen, was so ein bisschen das Gesellschaftliche angeht. Wir hatten eine Demonstration vom Brandenburger Tor, alle demokratischen Parteien, der Bund der Industrie, die Fridays for Future waren alle mit dabei, 25.000 Leute. Das ist keine zufriedenstellende Anzahl. Und ich glaube, es spricht ein bisschen dafür, dass wir eine Tendenz hatten in Deutschland in den letzten Jahren, und das führt vielleicht auch manchmal jetzt zu wenig Klarheit, sehr selektiv auf Antisemitismus zu schauen. Es gab diejenigen, die ihn zwar in der rechtsextremistischen Ecke erkannt haben, aber im linken Freundeskreis doch lieber mal weggehört haben, wenn antikoloniale Thesen geäußert wurden. Es gab diejenigen, die so getan haben, als ob es ein rein eingewandtes Problem war, den in der Mitte ignoriert haben. Und ich glaube, das muss ja jetzt eigentlich der Ansatz sein, der sich gesetzgeberisch umsetzt, aber auch gesellschaftlich gegen jeden Antisemitismus. Mhm. Nicht mehr wegschauen, nicht mehr selektiv draufschauen. So, aber ich finde, wenn ich, darf ich was zu dem Thema unbedingt Existenzrecht Israel bestreiten und strafrechtlich verfolgen. Ich finde, ich persönlich bin davon überzeugt, wer über den Hass auf Israel nicht reden möchte, der möge auch über den Antisemitismus schweigen, weil der Antisemitismus nach Auschwitz, nach der Shoah, neue Formen angenommen hat und sozusagen in der antisemitischen Verschwörungserzählung heute Israel eine ähnliche Rolle einnimmt als Gegenstaat, wie früher, wie es Adorno mal formuliert hat, die Juden als Gegenrasse. Das ist meine persönliche Überzeugung und das vorneweg. Aber es gilt auch das Prinzip, wir verteidigen die offene Gesellschaft und den Rechtsstaat nicht, indem wir die offene Gesellschaft und den Rechtsstaat absprechen, abschaffen. Und es gibt Meinungen im Diskurs, in der Diskussion, die man aushalten muss, die keinen Straftatbestand darstellen. Die Diskussion zum Beispiel, ob Israel in dieser jetzigen Form als jüdischer Staat, ob das die Zukunft ist oder ob das was anderes, die wird auch in Israel, die wurde von Anfang an auch in Israel geführt. Man kann dagegen argumentieren. Ich finde, ich bin davon überzeugt, dass Israel genau so und nicht anders existieren kann. Aber ja, Meinungen, die keine Volksverhetzung darstellen, zu verbieten und wo ich finde, wo es ein Widerspruch dann erscheint, wenn zum Beispiel heute in Deutschland wäre es eindeutig ein Straftatbestand zu sagen, kauft nicht bei Juden. Mhm. Wer sagt das heute? Das sagt heute der Präsident der türkischen Religionsbehörde Diyanet, Ali Erbaş, der Chefideologe von Tayyip Erdogan. Wer empfängt ihn morgen? Unser Bundeskanzler, Ihr Parteifreund Olaf Scholz. Und da stimmt etwas nicht. Genau, wir kommen hin. Sekunde. Ich wollte einmal noch zu Samidun fragen, damit wir das ein bisschen ordnen. Wir sind vorgestern und gestern noch mal auf der Homepage von Samidun gewesen. Die gab es noch. Sie ist seit heute nicht mehr zu erreichen. Noch mal die Frage. Diese Verbote von islamistischen Vereinen, die wir eigentlich jetzt dann endlich in Angriff nehmen. Wie macht man das, dass das auch wirklich funktioniert und dass jemand verfolgt, dass sie nicht mal mehr erreichbar sind, bitte, per Internet? Wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage, für die ich jetzt nicht originär zuständig bin, aber ich will sie trotzdem versuchen zu beantworten. Bitte. Natürlich sind Polizeien, Staatsanwalten, Gerichte dann bemüht, entsprechend auch Internetseiten zu schließen, beziehungsweise eben dafür zu sorgen, dass die Finanzmittel eingezogen werden, dass andere Beweismittel beschlagnahmt werden und Vermögen beschlagnahmt werden. Aber das ist ja genau der Punkt. Diese Verbote haben auch nur eine begrenzte Wirkung. Ja. Im schlimmsten Fall passiert es dann, dass sich neue Organisationen gründen, die dann im Grunde genommen mit denselben Personen nur unter anderem Namen weitermachen. Realität, auch da gibt es die Möglichkeit, Nachfolgeorganisationen wiederum entsprechend strafrechtlich auch und vor allem auch mit Sanktionen zu belegen. Aber man rennt im Grunde genommen immer nur hinterher. Und da lassen Sie mir noch
noch bitte noch eine, erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu dieser Frage Holocaust beziehungsweise in dem Fall jetzt Existenzrecht Israel, das Verbot. Das ist gut gemeint, aber ich sage ganz ehrlich, in einem Land, wo die Holocaustleugnung verboten ist, aber führende Politiker Holocaust-Relativierung aus einer neurechten Partei im Bundestag auf öffentlichen Veranstaltungen, das zeigt uns doch, dass diese Verbote zwar gut gemeint sind, aber dass sie am Ende nichts ändern, wenn wir nicht den Bewusstseinswandel in der Bevölkerung hinbekommen. So, also das ist genau die Frage. Formal kann man das verbieten. Wie verändert man das Denken in den Köpfen? Wir gehen jetzt aber auf Deniz Yücel noch mal ein und die Frage, dass wir der Bundeskanzler morgen Besuch bekommt von Recep Erdogan. Um das auch nicht zu vergessen, weil das ist ja tatsächlich ein ganz furchtbarer Handschlag, den es da morgen geben wird. Erdogan findet, dass die Hamas eine Befreiungsarmee ist. Erdogan bezweifelt, dass Israel ein Existenzrecht hat auf dieser Welt. Und es werden morgen Hände geschüttelt. Also, das Erste, dass der Besuch stattfindet, dass das Gespräch stattfindet, ist, so schwer das fällt. Richtig, ist es notwendig, mit der Türkei zu reden. Wir haben übrigens auch ein paar andere Themen noch mit der die wir mit der Türkei reden müssen, das Thema Migration zum Beispiel. Aber es ist ihnen dann auch wichtig, in diesen Gesprächen sehr, sehr klar zu sein, sehr, sehr klar auch in der Ansage zu sein und auch zu sagen, was wir nicht mehr akzeptieren. Und ich hoffe einfach, dass aus dem Konsens, der jetzt ja da ist, ich sage noch einmal, wer gelegentlich darauf hingewiesen hat, vor dem 7. Oktober, ich habe selbst erlebt, was auch in Moscheegemeinden zum Teil, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, an Judenhass zum Beispiel gesagt wird, oder dass eben die Islamkonferenz an der falschen Stelle ansetzt, der wurde dann als Rassist bezichtigt. Also es ist gut, dass die Debatte weiter ist, aber mit Blick auf Erdogan und die Türkei, da müssen wir jetzt auch dahin kommen, dass DİTİB, also die 900 bis 1000 Moscheegemeinden in Deutschland, die unter Diyanet, unter der türkischen Religionsbehörde im Grunde ja stehen, die Imame Staatsangestellte sind, dass wir Erdogan sehr klar sagen, das akzeptieren wir nicht mehr. Diese Imame gehen zurück in die Türkei. Wir akzeptieren keine Auslandsfinanzierung mehr. Das sind keine türkischen Moscheegemeinden mehr. Es müssen deutsche Moscheegemeinden werden. Es kann nicht sein, dass Erdogan in der Türkei eine der größten Moscheegemeinden vor Jahren eröffnet und nicht der Bundespräsident. Und das ist hoffentlich für uns alle eine Lehre, weil das ist ja eine Bewusstseinsfrage, eine kulturelle Prägungsfrage und auch eine Situation, wo Erdogan ja sehr klar sagt, ich lasse meine Bürger, so nennt er sie ja, ich lasse sie sozusagen nicht raus aus meiner. Ich habe Ihnen zugehört, jetzt lassen Sie mich auch kurz. Aus meiner Obhut an der Stelle. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist insgesamt, und die treibt mich wirklich um, die kulturelle Prägung, die damit ja verbunden ist. Wer Juden gegen Juden hetzt, sind meistens die gleichen, wenn nicht dieselben, die gegen Schwule hetzen. Das sind dieselben und die gleichen, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Frage stellen. Das ist ja eine gemeinsame Prägung an der Stelle. Und wir erleben diese Fragen eben auch woanders. Ich nehme nur den 11.11. Köln, Scharfenstraße, Schwulenviertel. Da konnte man vor 10, 15 Jahren noch einfach von Kneipe zu Kneipe gehen. Da brauchte es keine Türsteher, keine Security. Das, was in den 90er Jahren die Schwulenszene erlebt hat an Öffnung, man muss nicht mehr sich verstecken und klingeln, damit man irgendwo reingeht, findet jetzt wieder statt. Weil man erlebt kulturell arabisch-muslimisch geprägte Gewalt gegen Schwule in einer Stadt wie Köln. Und deswegen geht es mir über diese Frage des Judenhasses, die wir zu Recht ganz oben gerade auf der Tagesordnung haben, um die Frage, was passiert hier eigentlich insgesamt gerade in unserer Gesellschaft, wo Freiheit, Werte, die dieses Land ausmachen, gerade verschoben werden. Und ich sage, vor 20 Jahren hätte es diese Bilder auf der Straße nicht gegeben. Es hat auch Entschuldigung, wir haben im Jahr 2000 eine Demonstration gehabt. Da ging es um den Aufstand der Anständigen nach einem Brandanschlag auf die Synagoge in Düsseldorf. Ja. Und ich könnte noch weiter zurück und vorwärts gehen. Wir haben immer solche Ereignisse gehabt. Das ist nicht neu. Sie haben völlig recht. Dass das Kalifat in Essen ausgerufen wird, ist eine neue Qualität. Wir lassen jetzt erstmal eine Sekunde. Herr Kramer ist dran und hier kommt die Frage. Erdogan sagt, Israel ist ein Terrorstaat und er sagt, Hamas sind Befreiungskämpfer. Würde er in Deutschland eine Anklage damit kriegen, eine Anzeige bekommen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Er ist natürlich Staatspräsident, insofern hat er schon mal Immunität. Selbst wenn es entsprechende Klagen gäbe, wären die unwirksam, weil er natürlich die Möglichkeit hat, ein- und auszureisen. Es hätte keine Konsequenzen. Aber ich möchte noch mal, Entschuldigung, einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn ich höre, wir müssen miteinander reden. Ja, reden ist immer gut, aber wir reden jetzt seit Jahren. Und wenn ich mir anschaue, dass Herr Präsident Erdogan diese Ansage ja nicht vor 14 Tagen gemacht hat, da auch, aber jetzt noch mal kurz vor der Reise, um damit auch ein klares Signal an die nicht unwesentliche Minderheit der Türkei
türkischstämmigen und ehemalig türkischstämmigen in der Bundesrepublik zu senden, dann muss man sich ernsthaft mal die Frage stellen, wann man dem Ganzen endlich eine Grenze ziehen will. Denn offensichtlich provoziert er ja an diesen Stellen. Es geht ja noch ein Stück weiter, wenn ich mir als NATO-Partner anschaue, dass man russische Waffensysteme kauft. Und wir könnten eine lange Liste aufmachen. Ja. Dann ist die Frage, wann gebieten wir dem Einhalt? Und vor allem, was hat das für eine Wirkung auch auf zum Teil radikalisierte, junge, türkischstämmige Menschen in unserem Land, die jetzt sehen, dass Erdogan mit solchen Äußerungen im Kanzleramt empfangen wird und dann auch noch die Hände geschüttelt werden. Mhm. Also ich glaube, da muss man ein bisschen noch weiterdenken. Also ich sage an dieser wie lange, haben tatsächlich auch die Länder darum gekämpft, dass es endlich deutsche Imame gibt, dass endlich in den Moscheen eben auf Deutsch gepredigt wird und natürlich auch gebetet wird. So, jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn das Kalifat gefordert wird auf Deutsch, ist das dann schon ein Fortschrittsfragezeichen? Also, nein, aber ich möchte ganz gerne mal was zu den muslimischen Gemeinden sagen, mit denen wir eigentlich seit Jahren wirklich in einem ganz konstruktiven Prozess sind. Für uns ist zum Beispiel vollkommen klar, selbst mit DITIB, die jetzt eine neue Satzung bei uns entwickelt haben, natürlich werden wir niemals einen Imam aus der Türkei einstellen. Das kommt überhaupt nicht in die Frage. Sondern es sind Deutsche, die hier geboren sind oder die hier leben, die ihre Ausbildung machen an unseren Hochschulen und die dann in den Moscheen dann letztendlich als DITIB-Moscheen sind Staatsangestellte. Und dann in Zukunft, ich kann nur sagen, das ist nicht die Grundlage, auf der wir arbeiten. Wir sind im Moment dabei, mit denen zusammen tatsächlich noch mal zu schauen, wie können wir bestimmte Dinge miteinander regeln und auch Vereinbarungen treffen. Wir haben einen langen Prozess, 4 Jahre lang gemacht, an bestimmten Leitgedanken. Aber ein Leitgedanke ist auch der, bei uns wird es keine von TTIP staatlich angestellte Imame geben in unseren Schulen. Das kommt nicht in Frage, das sind wir vollkommen klar. Aber die stellt ja TTIP nicht ein. Ich finde, das ist, Herr Spahn, Sie haben vorhin gesagt, man muss, die Bundesregierung muss oder der Kanzler muss Herrn Erdogan sagen, das geht nicht mehr mit den Imamen. Das muss man Erdogan nicht sagen. Es liegt allein an der Bundesregierung, ein Kooperationsvertrag, der Anfang der 80er Jahre noch unter der Kohl-Regierung abgeschlossen wurde. Damals gab es Gründe. Es war auch einfach, diese Frage den Türken zu überlassen. Das kostete nichts. Das war keine Mühe. Laizistisch übrigens. Mehr oder weniger. Aber andere, es war jedenfalls nicht so wie wie jetzt, es war eine andere Zeit. Und jetzt glaube ich, man kann natürlich diesen Kooperationsvertrag aufzukündigen. Das erfordert dann natürlich, das stellt auch die deutsche Gesellschaft, den Bund, die Länder, nimmt das auch in die Verantwortung. Weil bislang müssen sie die Imame gar nicht einstellen. Ja. Aber die DITIB-Vereine werden, auch wenn die Gemeinden Deutschland sind, die Imame kommen aus der Türkei. Ja. Und der Verein, die Steuerung des Vereins ist der eben, ich habe den eben schon mal erwähnt, Ali Elbrasch, der mit den Kauf nicht bei Juden. Und der sagt tatsächlich, Israel sei der rostige Dolch im Herzen der islamischen Geografie. Das ist klassisch antisemitisch, dieser Chef der Religionsbehörde Diyanet. Wir reden darüber auch gefühlt im 23. Jahr vor lang, genau darüber, dass wir die Moscheen in Deutschland eben anders sprechenden Imamen überlassen. Ich sage es mal so. Natürlich würde es Geld kosten. Es würde Geld kosten, es würde Aufmerksamkeit kosten. Man müsste sich darum richtig kümmern. Das ist genau das Stichwort. Man muss sich darum kümmern. Und das wurde ja auch relativ lang nicht getan. Weil diese Situation, die Sie gerade beschrieben haben, ja auch relativ einfach war. Weil es natürlich auch gemütlich war. Man hat das Problem so ein bisschen abgeschoben und sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Die Islamkonferenz wurde angesprochen, die da auch für lange Zeit keine wirklichen Lösungen gefunden hat. Wie sieht denn ein deutscher Islam aus? Wie kann das denn hier gelingen? Und ich glaube, wo es jetzt eine große Enttäuschung auch bei vielen Jüdinnen und Juden gab, war, wie spät sich viele der Verbände erst geäußert haben, wie unklar sie sich geäußert haben. Und ja, es war einfach zu wenig. Es gibt Einzelne, die sich emanzipiert haben in den letzten Jahren, die sich ja gut aufgestellt haben, mit denen teilweise auch gut zusammengearbeitet wird in den Ländern. Ja. Aber das große Problem, das sich durchzieht, ist die Finanzierung. Das ist ja klar, da wo das Geld herkommt, kommt auch ganz häufig der Einfluss her. Und da hatten wir jetzt eine Situation, jetzt gerade ja in den letzten Wochen, da wurde dann vielleicht sogar teilweise auf Deutsch Stellung bezogen, die einigermaßen okay waren. Und gleichzeitig auf Türkisch das Gegenteil den eigenen Leuten wiederum erzählt. Die eigenen Leute da auch ehrlicherweise, wenn man es so sagen will, verarscht. Und wenn wir von diesem Zustand wegkommen wollen, müssen wir, glaube ich, das Verhältnis überdenken, schauen, wo können wir von guten Beispielen in Ländern lernen. Aber wir müssen vor allem an die Finanzierung ran. Das Geld muss aus Deutschland kommen, wenn wir nicht wollen, dass der Iran oder Türkei mitentscheiden. So. Also wir haben aber auch sehr lange nicht die eigenen Leute, sondern dann eher die deutsche Öffentlichkeit. Aber wir haben auch sehr lange mit den Halbradikalen zusammen, also mit wir meine ich jetzt Staat,
Der Staat hat sehr lange mit den halbradikalen, schwierigen Verbänden zusammengearbeitet, um vermeintlich die ganz Radikalen zu bekämpfen. Wenn Sie einfach mal durchgehen, auch wer aus dem Bundeshaushalt, ich kenne die Landeshaushalte, nicht Geld kriegt, sind das nicht selten Vereine, die mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehen. Die kriegen aus dem Demokratiefördergesetz und aus solchen Töpfen kriegen solche radikalen, halbradikalen Verbände Geld. Das ist der Zentralrat der Muslime ist beim Bundespräsidenten zum Neujahrsempfang eingeladen und hat in seiner Mitgliedschaft Verbände, die vom das Islamische Zentrum Hamburg war Mitglied des Zentralrats der Muslime und ist erst heute nach den Razzien da rausgeworfen worden. Und der Präsident dieses Zentralrats sitzt im Bundestag bei höchsten Anlässen dabei. Und die liberalen Muslime, die gibt es ja massig, wahrscheinlich die Mehrheit. Aber sie sind nicht in diesen Vereinen organisiert. Die organisieren sich nicht so, aber die werden auch nicht gehört. Wenn sie sich mit denen treffen, kommen 3 Panzerlimousinen, da kommen 5, 6 BKA, LKA-Leute, weil die geschützt werden müssen vor anderen radikalen Muslimen. Das sind Leute, die hier eine liberale Moschee, Sharon Artisch zum Beispiel, in Berlin gegründet haben. Ahmad Mansour, andere. Es gibt viele, auch viele, die nicht so bekannt sind. Aber die sind am Ende nie wirklich gehört worden. Und wenn das jetzt, ich komme wieder, um es nach vorne positiv zu bringen, wenn das jetzt zumindest mal ein Startpunkt ist, um diese Dinge anders zu handhaben und diese Finanzierung der Halbradikalen zu beenden und den liberalen, säkularen tatsächlich mal eine Stimme zu geben und andersrum, da müssen wir vielleicht Verfassung sogar für ändern. Etwa über eine Bundesstiftung zu sagen, in der Übergangszeit finanzieren wir Moscheegemeinden hier in Deutschland, die Imame tatsächlich einstellen, die in Deutschland ausgebildet wurden, wo Deutsch gesprochen wird, wo wir gemeinsam drüber reden, was passiert in der Jugendarbeit. Das ist kein populärer Vorschlag, ich habe den schon mal gemacht, gab es viel, auch Hass und Hetze in den E-Mails. Aber ich glaube, in der Übergang wäre es gut, sicherzustellen, etwa über eine Bundesstiftung, dass wir Moscheegemeinden tatsächlich anders finanzieren, als das im und Moment. Und anders hat. Im Blick haben. Vielleicht, Entschuldigung, Herr Kramer. Was mich noch stört, was ergänzend zu dem, was Herr Spahn gerade gesagt hat, glaube ich, auch noch mal für uns alle wichtig ist. Diese Verbände, mit denen wir die letzten Jahre zusammengesessen und diskutiert haben auf staatlicher Seite, repräsentieren maximal 20% der muslimischen Bevölkerung in der Bundesrepublik. Immerhin 6 Millionen Männer, Frauen und Kinder. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir auch die anderen erreichen und eben nicht immer nur mit diesen Berufsrepräsentanten, in Anführungsstrichen, die zumeist eben auch Bezüge zum Islam. Dann ist das jetzt ein Zeitpunkt. Herr Kramer, aber wir haben natürlich auch die Problematik zu beantworten, was passiert denn eigentlich mit islamischem Religionsunterricht in den Schulen und so weiter. Und dafür braucht man tatsächlich auch Partner. Und deshalb habe ich jetzt auch gerade widersprochen bei Herrn Spahn. Bei uns kommt in unsere Schulen kein Angestellter aus der Türkei, sondern wir bilden Imame aus, die Deutsch sprechen und es ist absolut transparent, was in den Schulen geschieht. Und die Verantwortung, die können wir im Übrigen auch schon länger übernehmen als Länder. So, und das war noch ein wichtiger Punkt. Gucken wir, und das ist zwingend, nochmal, wie sehr sich das Leben für Juden in Deutschland mit dem 7. Oktober verändert hat. Maccabi Deutschland. Nicht nur ein jüdischer Sportverband. 80% der Aktiven in fast 40 Ortsvereinen sind keine Juden. Und doch werden sie, ob Muslime, Christen oder Konfessionslose, für den Krieg im Gazastreifen mitverantwortlich gemacht. Wenn wir Realisten sind, müssen wir damit rechnen, dass die Situation sich verschärft und dass der ein oder andere Maccabi-Ortsverein von den 40 zumindest vorübergehend seine Toren schließt. Eine absolute Niederlage für unsere Gesellschaft. Jüdinnen und Juden in Deutschland erleben Hass auf offener Straße. Ihre Wohnungen werden mit Davidsternen markiert. Man fühlt sich eigentlich wie eine Zielscheibe. Ist es für mich sozusagen, ehrlich gesagt, nur noch eine Frage der Zeit, bis ich Deutschland verlasse. Auch Familie Gernitz hat Angst. Noch bringt sie ihre Kinder in die jüdische Kita. Aber das Leben ist nicht mehr wie vor dem 7. Oktober. Früher dachten wir, wir können hier zumindest verdeckt als Juden weiterleben. Wie sich zeigt, ist es, glaube ich, nicht mehr möglich. Von Herrn Kramer haben wir schon erzählt, welche Rolle er in der jüdischen Gemeinde Thüringen spielt. Sie sind Jude. Würden Sie Ihren jüdischen Freunden raten, die Kippa zu tragen? Auf keinen Fall. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ob hier in Berlin, wo ich ja ursprünglich herstamme, oder auch jetzt in Thüringen, egal wo, Sie können ohne Probleme, und das ist auch gut so, in der Zwischenzeit als Muslime mit einem Kopftuch über die Straße gehen, zumindest in der Regel, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Aber wenn ich 10 Meter versuche, auf dem Kudamm mit meiner Kippa zu laufen oder in Thüringen auf dem Anger, großer Platz in Erfurt, dann komme ich nicht sehr weit. Und das ist auch genau das, was ich von vielen der Gemeindemitglieder
und aus der jüdischen Gemeinschaft eben zu hören bekommen. Und das ist ein ganz deutliches Signal. Wenn sich jetzt Muslime melden und sagen, es müssen genauso Muslime in Deutschland geschützt werden und Hanau und NSU und Mölln, da sind Ausländer Migranten angegriffen worden und wir dürfen den Rassismus nicht gegeneinander ausspielen mit dem Antisemitismus. Was antworten Sie, kluger Mann, da? Ich sage eins ganz klar, was ich auch schon früher bei anderen Gelegenheiten gesagt habe, als Muslime in Deutschland ausgegrenzt und angegriffen worden sind. Damals war ich noch Generalsekretär des Zentralrats der Juden. Denke nur an Marwa El-Sherbini zum Beispiel und viele andere Fälle, dass wir zusammenstehen müssen. Und ich sage auch heute und jetzt in dieser Situation, die Mehrheit der Muslime in der Bundesrepublik beteiligt sich nicht an diesen radikalen Aufrufen. Konrad-Adenauer-Stiftung hat eine Studie gemacht, wonach 16% der Muslime angeblich ein Problem haben mit dem Existenzrecht Israels. Mit Statistiken muss man immer vorsichtig sein, aber das zeigt auch ein Stück weit, dass 84% es offensichtlich nicht haben. Und das müssen wir deutlich herausstellen, weil natürlich nämlich jetzt eines passiert. Diejenigen, insbesondere rechtsextremistische Kräfte, die schon seit langem versuchen, gegen Muslime zu hetzen, hier die Gesellschaft zu spalten und auch, ich sag mal, die Saat des Hasses zu säen, die fühlen sich natürlich jetzt besonders noch mal in die Position gebracht, dass sie jetzt auf dieser ganzen emotionalen Debatte den allgemeinen Hass gegen Muslime schüren können und damit im Grunde die Arbeit auch der Islamisten machen. Denn deren Interesse ist es, dass wir die Gemäßigten und die hier zu Hause Angekommenen wieder abspalten, dass wir sie radikalisieren. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch meine Aufgabe als Chef einer Sicherheitsbehörde, dass wir für den Schutz auch der muslimischen Communities einstehen und das auch tun. Und ich denke, das wird auch eine der schweren Aufgaben in der nächsten Zeit sein. Gleiche Frage an Sie, Frau Lang. Wie verhindert man, dass Muslime und der Rassismus gegen Muslime jetzt ausgespielt wird gegen den Antisemitismus? Wie macht man das? Indem wir nicht pauschalisieren. Es wurde ja gerade eben gesagt, wir haben 5 bis 6 Millionen Muslime, die in diesem Land leben. Und vor allem, diese Debatte nicht führen als die und wir. Denn das sind Menschen, die sind Teil von diesem Land. Ich meine, teilweise wird jetzt sehr viel darüber gesprochen, ob Leute ausgewiesen werden können. Ist übrigens in einem Rechtssystem heute schon möglich. Aber wir reden über Leute, die in großen Teilen in der 2., 3., 4. Generation hier leben. Da müssen wir darüber sprechen, was ist eigentlich schiefgegangen bei der Bildung zur Demokratie. Und wir müssen über die reden, die nicht auf diese Demonstrationen gehen. Wir müssen über diejenigen gehen, die zur Demokratie stehen und die Teil dieses Landes sind. Und ich finde, und da kann ich zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ein konkretes Beispiel geben. Wir müssen uns auch dem entgegenstellen, was das Thema instrumentalisiert wird. Bei der Aktuellen Stunde der Ersten, die nach dem 7. Oktober im Bundestag stattgefunden hat, hat die Alternative für Deutschland Herr Gauland in die Debatte geschickt. Herr Gauland, der erst vor wenigen Jahren in Bezug auf Nationalsozialismus und Hitler von einem Vogelschiss in der Geschichte gesprochen hat. Sorry, diesem Mann kann man nicht für eine Sekunde abnehmen, dass es um Israel, dass es um den Schutz von Jüdinnen und Juden geht, sondern geht es allein darum, Rassismus zu schüren. Und da müssen wir ganz klar sagen, Rassismus kann nicht die Antwort auf Antisemitismus sein. So, und das ist aber auch ein interessanter Move, Frau Dreyer, dass sich die AfD jetzt tatsächlich als Judenfreunde darstellen. Das ist mehr als erschreckend und ist auch sehr durchsichtig. Also wir beobachten das ja auch, dass AfD-Parlamentarier bei den jüdischen Gemeinden zu Besuch sind, dass sie sich angeblich als Freunde Israels stilisieren. Da darf man wirklich überhaupt nicht reinfallen. Der AfD und auch den rechtsextremen Rechtspopulisten kommt das ein bisschen gerade entgegen, das würde ich sagen, dass sie jetzt ihre Vorurteile und ihren Rassismus ausleben können, immer auch noch unter dem Vorwand, dass sie für den Schutz der Juden und Jüdinnen da sind. Und das darf man nicht glauben, man muss es durchschauen. Es ist wirklich eigentlich total infam. Wir haben das gelernt aus der Geschichte in Deutschland, dass eine Partei oder auch Rechtsextreme, die darauf setzen, ganze Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren und auszugrenzen, das macht niemals Halt an einer Gruppe. Man darf sich das nicht vormachen und muss da genauso kritisch bleiben wie zuvor. Wie antisemitisch ist die AfD, Herr Kramer? Spiegel titelt diese Woche mit AfD verbieten. 2 Fragen in einer. Ist es klug, die AfD zu verbieten, wie antisemitisch ist sie? Wir kommen dauernd mit Verboten um die Ecke. Es gibt das Verbot, das ist ein Instrument der wehrhaften Demokratie. Es ist auch in der Verfassung vorgesehen. Ja. Es braucht Vorlauf. Es wird mit Sicherheit nicht die bevorstehenden politischen Auseinandersetzungen und Wahlergebnisse lösen, wie antisemitisch sie ist. Ich nehme ein Beispiel aus Thüringen. Der dortige Sprecher Björn Höcke lässt keine Gelegenheit aus, über den tiefen Staat, über Weltverschwörung, auch im Sinne von jüdischer Weltverschwörung, natürlich mit entsprechenden Chiffren zu reden.
Er selbst hat mich als den jüdischen Verfassungsschutzchef, als Teil des tiefen Staates nach den QAnon-Methoden bezeichnet. Also es gibt dauernd Beispiele, wo dieser Antisemitismus im Grunde durch Chiffren bedient wird. Und das wird auch noch ein Problem in Zukunft sein, weil dieser stete Tropfen den Stein höhlt. Es wird also auch auf den dauernden Montagsdemonstrationen immer von Staatsdelegitimierung, vor allem aber auch von Verschwörungsfantasien gesprochen. Und das fällt irgendwann auf fruchtbaren Boden bei Menschen, die einfach natürlich auch im Stress sind aufgrund der emotionalen Lagen, die wir momentan haben, wenn es um Pandemie, um Weltprobleme, um Krieg und um Zukunftsangst geht. Wir müssen über Robert Habeck reden, weil der Vizekanzler ein bedeutendes Video in die Welt schickte. Was ich nie verstehe, also ich finde, wenn ich mir das Video anschaue, es ist gut, es ist richtig, dass er sich äußert, aber keine dieser Aussagen war doch jetzt irgendwie was. Kommt gleich ein Beispiel. Außergewöhnliches, außer vielleicht, dass es kein Grüner jemals so klar gesagt hat. Exekutive Vorschläge, die wollte ich gerade schnell zeigen. Der Vizekanzler. Das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat. Das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. So, dann ist hier gleich die Frage, das fanden wir bemerkenswert, weil es im Grunde drei exekutive Hinweise sind. Abschieben, Pass. Also was ich meine ist, was er inhaltlich gesagt hat, finde ich, das, was die normale Reaktion der breiten demokratischen Mitte ist. Das Bemerkenswerte war, dass er der Erste aus der Führung der Bundesregierung ist, der sich mal klar geäußert hat. Vom Bundeskanzler dauert sowas ja meistens länger, bis es überhaupt passiert. Da hat er im Parlament, glaube ich, eine Regierungserklärung. Und zum Zweiten ist jetzt die Frage, was folgt daraus? Ich sage nochmal, es ist richtig gut, es ist wichtig, dass wir diese breite demokratische Mitte haben. Mhm. Es ist übrigens auch wichtig, das Wichtige ist aber jetzt, dass daraus was folgt. Und zum Beispiel Aufenthaltsrecht, ist ja angesprochen worden im Video. Es ist heute beim Aufenthaltsrecht eine Abwägungsfrage, wenn jemand eine antisemitische Straftat besteht, wird das gegen andere Güter abgewägt. Man könnte das Recht so ändern. Und das hatte ich als Vorschlag des Vizekanzlers verstanden, dass wer antisemitische Straftaten, Judenhass, Taten macht, dass der in jedem Fall, dass das sozusagen die anderen Abwägungsgründe überwiegt, dann sein Aufenthaltsrecht verliert. Könnten wir sofort ändern. Staatsbürgerschaftsrecht. Mhm. Anstatt die Einbürgerung, anderes Thema müssen wir heute nicht machen, aber zu erleichtern, könnten wir ja vielleicht mal darüber reden, ob wir nicht doch etwas genauer hinschauen, ob wir nicht Antisemiten genau darüber wollen in diesem wir jetzt Land einbürgern. An dieser Stelle reden? Oder die Frage Straftat. Ja. Welche Strafe folgt überhaupt, wie schnell und in welchem Mindestmaß, auf welche Form des. Also wenn das Vizekanzler-Video irgendeinen Wert über die wichtige Wortsache hinaus haben soll, dann müssen jetzt Gesetze folgen. Und da erwarte ich einfach von der Bundesregierung, und dass dann was kommt. Hören wir jetzt Ricarda Lang und wollen wissen, sehen Sie eigentlich alles, was Herr Habeck da gesagt hat, genauso? Die Deutschen müssen vor Gericht. Wer kein Deutscher ist, riskiert seinen Aufenthaltsstatus, sagt auch Olaf Scholz. Damit haben wir ihn zitiert. Und wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. Würden Sie das alles genauso formulieren? Abschieben, Pass verlieren, abhängig davon, in welcher Situation man hier gerade in Deutschland ist. Das würde ich nicht nur so formulieren, sondern das ist die Rechtslage in Deutschland. Mhm. Also das ist ja gar nicht was, wo er jetzt neue Forderungen aufgestellt hat, sondern wo er eine Klarheit ausspricht, auch gegenüber der Leute, seid euch der Konsequenzen bewusst, weil eben antisemitische Volksverhetzung... Herr Spahn sagt in der Eindeutigkeit Weil antisemitische Volksverhetzung, natürlich, es gibt die Möglichkeit der Ausweisung heute schon zum Recht, weil antisemitische Volksverhetzung, weil zum Beispiel das Verbrennen von Israel-Flaggen eine Straftat ist. Und diese Klarheit auszusprechen ist richtig und wichtig. Ich habe vorher schon gesagt, wir sollten es uns nicht zu leicht machen und denken, das Problem lässt sich wegschieben. Weil wir eben ganz, ganz viele Menschen haben, wo wir über zweite, dritte Generation sprechen. Menschen, die Teil dieses Landes sind und damit auch unser Problem, wenn man es so sagen will. Aber wir sollten auch nicht die Möglichkeiten, die unser Rechtsstaat heute schon bietet, kleinreden. Denn die sind da, unser Rechtsstaat ist wehrhaft. Sie müssen dann auch umgesetzt werden. Sie werden es immer noch klar in einer Situation, wo die Situation so eskaliert gerade. Ist es doch klar und ist doch richtig, dass ein Mitglied der Bundesregierung Klarheit darüber verschafft, den Menschen gegenüber, und die Klickzahlen waren hoch, die Rechtslage auch mal darzustellen und klarzumachen, dass der Staat tatsächlich wehrhaft ist und dass wir Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Wir fragen gleich Herrn Kramer, weil der kann dann bestätigen, was passiert. Aber die Rechtslage ist ja nicht so eindeutig. Sie ist... Ja, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Spielräume. Es gibt Spielräume. Und diese Spielräume werden in aller Regel übrigens nicht zugunsten der Ausweisung oder des Aufenthaltstitelsverlustes gedeutet. Und ich erwarte einfach, also ich verstehe jetzt auch schon wieder dieses Relativieren und dieses Ja-Aber nicht. Entweder wir sind so klar, wie wir sagen. Mhm. Und alle hier sind in Wort sehr, sehr klar. Darüber freue ich mich. Das ist gut, das ist wichtig. Aber wo
kommen denn dann jetzt... Eine der Besonderheiten der Rede von Herrn Habeck, die Taten, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Ich finde es auch in den letzten Wochen war ich immer wieder auch erstaunt, während Mitglieder der Bundesregierung sich auf Kundgebungen oder so stellten oder vor die Presse und sagten, wir müssen handeln. Und ich dachte, ja, aber das ist ja dein Job, du bist ja der Exekutive. Genau. So, aber was Herrn Habecks Rede, was ich zum Beispiel, was ein besonderer Punkt war, das war, ich glaube, ein Gedanke, der ist der CDU heute auch nicht mehr fremd, das hat bei ihrer Partei ein bisschen gedauert, aber die Ansprache eben nicht von wir und denen zu sprechen. Und eben, weil es beim Stichwort Rassismus und Antisemitismus, eine Sache wollte ich noch in Erinnerung rufen, weil es zwischen beiden, der Schritt von einem zum anderen ist oft auch nicht so weit. Ich darf erinnern an den Anschlagsversuch, an den Anschlag in Halle, wo jemand einen antisemitischen Massenmord geplant hat. Es war zum Glück diese Holztür, die das verhindert hat. Und wo ist er hin? Er ist dann in eine Döner-Imbissbude und hat eine Passantin und einen im Übrigen nicht-migrantischen deutschen Fußballfan, der da in der Mittagspause war, dann ermordet. Aber das war sozusagen sowohl in einem sehr buchstäblichen Sinne, wie er das gezeigt hat, dass diese Schritte recht nah sind. Und ich wollte noch einen Punkt sagen, weil es vorhin über die AfD ging. Ich finde, so furchtbar ich diese Partei des organisierten Ressentiments finde, und das sind nicht halt zu sagen, ein Vogelschiss oder Schuldkult, das sind nicht einfach nur ein paar Aussagen, sondern das ist der Kern der Ideologie. Aber was man, glaube ich, wenn wir über Muslime sprechen und dann auch zu Recht auch, ich glaube, auch da ist Konsens, dass wir nicht sagen sollten, wir sollen pauschalisieren, finde ich es auch problematisch, also sollten wir auch, wenn wir über die AfD sprechen, auch nicht annehmen, dass alle Wählerinnen und Wähler dieser Partei das genauso sehen. Weil wenn wir bekommen nämlich sowohl, was die Muslime anbetrifft, als auch was die AfD-Wähler anbetrifft, wenn wir einen Diskurs führen, der immer enger wird und Leute ausschließt, dann sind wir irgendwann, wir sind dann ein kleiner Tisch von Demokraten, aber es wird immer weniger Menschen und wir erreichen weder die Leute im Plauen noch in Marxloh. Und das, wir haben ja nicht über die Wähler der AfD. Ja, aber das wollte ich einfach nur hinzufügen. Wir haben über die Partei geredet. Ich wollte das nur, das war kein Widerspruch, in dem Fall war das nur eine Ergänzung, dass wir auch an dieser Stelle diese Differenzierung machen müssen, so furchtbar ich diese Partei finde. Ich möchte auch noch gerne eine Ergänzung machen zum Thema Straftatbestände und Aufenthaltsrecht und Ähnliches. Wir brauchen darüber keinen Streit zu haben, sondern es ist doch vollkommen klar, die Rechtslage ist im Moment, wie sie ist. Und wenn irgendein Staatsanwalt oder ein Richter uns widerspiegelt, in Anbetracht dieser Situation, die wir jetzt haben, dass man mit diesen Strafmaßen und Straftatbeständen nicht klarkommt, dann sitzt hier doch keiner am Tisch, der nicht sagt, wir müssen an der Stelle nachschärfen. Aber im Moment ist es schon auch so, wir haben viele Möglichkeiten im Strafrecht, wir haben auch Möglichkeiten im Aufenthaltsrecht. Und die Frage ist einfach, haben wir es in der Vergangenheit nicht konsequent realisiert? Oder was ist das Problem in der Vergangenheit gewesen? Oder haben wir doch mal ein Problem? Herrn Kramer wenn wir eins haben, dann gibt es keiner, der nicht sagt, wir müssen das aufgreifen. Kann man noch was hinzufügen als Fachmann? Sympathiewerbung, Terrororganisation ist nicht mehr strafbar, war in Deutschland mal strafbar. Könnten wir sofort wieder einführen, machen wir in dieser Woche noch einen Gesetzentwurf. Es gibt einen Gesetzentwurf für uns, was Strafbarkeit Antisemitismus angeht, können wir ja dann einfach zustimmen. Landfriedensbruch, wer sich zu einer feindseligen Menschenmasse, wenn sie demonstriert, begibt, war mal strafbar, ist es nicht mehr. Wir können das Strafrecht schon noch schärfen. Das löst nicht alles, das ist völlig klar. Mir ist halt nur eins wichtig, nach jedem der furchtbaren Ereignisse stehen wir immer alle da und sagen, jetzt muss was passieren, jetzt. Und dann passiert aber nichts. Und ich erwarte jetzt noch mal. Wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit. Und ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Spahn, und ich glaube, da sind wir uns einig, wirklich, glaube ich, auch alle hier einig. Wir haben uns die letzten 20 Jahre angucken, wir führen immer wieder dieselben Diskussionen nach entsprechenden Anschlägen. Das ist jetzt noch mal was anderes. Ich habe es ja geschildert, Massaker und dergleichen mehr weltweit. Aber wir haben es nicht wirklich umgesetzt. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben ja bisher zum Beispiel nur über das Strafrecht geredet. Was tun wir im Bildungsbereich? Mhm. Wenn ich auf der einen Seite höre, wir geben Millionen von Euro aus in Demokratieerziehungsprogrammen, kürzen aber gleichzeitig den Politikunterricht und den sozialwissenschaftlichen Unterricht, nicht in allen Ländern, aber in vielen Ländern, sodass man sich die Frage stellt, muss, wenn da nicht mehr investiert wird, darf man sich nicht wundern, dass wir hinterher reparieren müssen. Aber das ist alles bekannt. Aber wir tun nichts. Und das ist das, was mich so ärgert. Wie kann da tatsächlich auch bestraft werden, wenn jetzt immer auf dieses Aufenthaltsrecht abgehoben wird, den Pass zu entziehen, die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen, abzuschieben? Wie realistisch ist das, wenn wir ein exekutives Problem haben?
Schauen Sie, man kann nichts Schlimmeres tun, als Dinge anzukündigen, seine Sanktionen oder Versprechen, die dann nachher nicht umgesetzt werden, weil dann im zweiten Schritt sofort Hinderungsgründe auftauchen. Wir haben diese ganze Diskussion doch auch jetzt um die Abschiebungen, wo jeder weiß, wenn es gegangen wäre, die rechtlichen Möglichkeiten sind an einigen Stellen in der Tat nachzuschärfen, aber sind doch schon so, dass man in der Tat wesentlich mehr abschieben könnte, aber es funktioniert in der Praxis nicht und vor allen Dingen, wenn man sich die Zahlen dann anschaut, das löst nicht das Problem, was wir derzeit in den Kommunen auf Landesebene einfach mit der Vielzahl an zu uns kommenden Flüchtlingen haben. Und so. Insofern ist das. Und dann sind wir bei der nächsten Frage. Wahrscheinlich werden wir feststellen, wenn wir uns das genau anschauen, dass zwei Drittel derjenigen, um die wir reden, tatsächlich einen deutschen Pass haben. Das kommt noch hinzu, jawohl. Wir reden gerade bis eben über das andere Drittel und haben entweder Doppelstaatsbürgerschaften oder eben auch Deutsche. Wo kamen die Statistiken mit den zwei Dritteln her? Jetzt muss ich raussuchen, kann ich aber raussuchen. Gucke ich gleich hier in die Unterlagen, wenn Sie glauben, dass das ein... Also es ist auch, ich will nur eins, weil das hängt, die Themen hängen ja miteinander zusammen. Wir haben eine riesen Integrationsaufgabe, die wir noch nicht gelöst haben. Wir erleben es zum Teil in der zweiten, dritten Generation noch, auch diese Existenzrecht Israel in Frage stellen. Und gleichzeitig wird das Thema in der Integration mit all den kulturellen Themen, die ich gerade angesprochen habe, deshalb sprechen noch größer. Sie von einem und es wird eingewanderten Antisemitismus? Auch. Es ist auch eingewandert. Aber und ich wollte gerade einmal jeden Tag vergrößert sich das Problem. Es kommen jeden Tag 1000 Menschen in Deutschland irregulär an. Jeden Tag. Jeden Tag wird unsere Integrationsaufgabe noch größer. Wir haben sie schon bis hierhin nicht geschafft. Jedenfalls offenkundig nicht gut genug angesichts der Bilder auf unserer Straße. Und das Thema wird jeden Tag größer. Und ich habe, die stellen die Machtfrage. Diese Kalifat-Essen-Demo war die Machtfrage, wer hat hier in Deutschland das Sagen? Mhm. Und ich würde vorschlagen, dass wir diese beiden Themen schon miteinander verbunden sehen, weil ich möchte schon, dass wir hier nicht nur nett in einem Studio sitzen, sondern dass wir schon noch, die politisch gewählt sind in diesem Land, wir klären das, ansagen, was Sache ist. Wir machen jetzt ein bisschen hurtiger. Herr Kramer, Sie müssen uns schon wieder helfen. Was tippen Sie? Wie viele, ich hab die, kann die Zahl jetzt hier suchen, wie viele der Straftäter tatsächlich einen deutschen Pass haben und wie viele abgeschoben werden könnten oder ihren Pass verlieren könnten. Das können wir auch noch mal raussuchen und organisieren. Müssen wir raussuchen, habe ich jetzt nicht parat. Aber es ist in der Tat so, wir haben beide Probleme. Und sich jetzt nur auf das Abschieben zu konzentrieren, wird das Problem nicht lösen. Ist aber natürlich eine wichtige Maßnahme, wenn es denn funktionieren würde. Aber wir wissen doch alle, welche Abschiebehindernisse es gerade aktuell schon gibt. Genau, wir haben ein rechtliches Problem, wir haben ein exekutives Problem. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie man dann eigentlich etwas in den Köpfen der Menschen verändert, wenn man Letztgenanntes nicht tun kann, wenn man nicht abschieben kann und nicht einen Pass wegnehmen kann. Wie kann man denken und fühlen verändern? Was tut man da am Schluss? Ich glaube, das ist ja genau die eigentlich zentrale Frage, vor der wir gerade stehen. Wie kriegt man es hin, dieses Staatsressort, die jetzt von allen noch mal betont wurde innerhalb der letzten Wochen, innerhalb der letzten Monate, das innerhalb von einer Einwanderungsgesellschaft wirklich für alle durchzusetzen? Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Da, finde ich, braucht es die Klarheit, die wir auch hier in dieser Runde hatten. Also, dass es eben kein Toleranz, kein Wegschauen, kein Verharmlosen gibt beim Antisemitismus. Da braucht es aber auch eine Integrationsoffensive. Das sind Fragen von Bildungsarbeit. Das sind Fragen, ich bin sehr froh, dass heute, was ich gehört habe, im Haushaltsausschuss ein paar Kürzungen, die ja erst vorgesehen wurden, zurückgenommen werden konnten von Migrationsberatung hin zu Bildungsarbeit. Das sind Präventionssachen. Das ist auch eine Frage von einem Zugang zu diesen Menschheitsverbrechen des Holocaust. Wenn eine Person, die vielleicht vor 10 Jahren hier angekommen ist, deren Eltern im Libanon aufgewachsen sind, hat einen anderen Zugang zu diesem Thema, als es jemand hat, deren Großeltern vielleicht sogar in der Tätergeneration gelebt hat oder selbst Opfer des Nationalsozialismus war. Und ich glaube, das nicht auf eine relativierende Art und Weise, sondern die Bedeutung des Holocaust, die Bedeutung dieses Menschheitsversprechen an Menschen heranzubringen, egal ob sie seit 3 Monaten, 3 Jahren oder 30 Jahren hier leben. Das ist die zentrale Aufgabe und dafür müssen wir Bildung, Prävention, Integration aus meiner Sicht auch besser finanzieren. Vielleicht kann man es auch mal ganz praktisch sagen. In der Bildungspolitik beispielsweise haben wir vor einiger Zeit eingeführt, dass bei uns in unserem Bundesland muss jedes Kind im Laufe seiner Schulzeit einmal bei einer Gedenkstätte gewesen sein. Ein Beispiel. Ja. Wir haben viele andere auch. Natürlich spielt das Thema Dialog, das Thema Fortbildung von Lehrer und Lehrerinnen. Natürlich die ganzen Themen immer wieder zum Gegenstand machen. Und ich finde auch, dass man tatsächlich auch die Begegnung, deshalb ist es schade, dass auch die Kollegin jetzt nicht hier sein kann, die Begegnung zwischen den unterschiedlichen Religionen auch regelmäßig
regelmäßig in Schulen wirklich zum Thema zu machen. Es geht nicht um Religion. Und ich finde, eine Sache, was ich schon gerne sagen würde, wie man es nicht macht, war eine kleine Meldung von heute. Nur eine kleine, aber ich glaube, ein Zeichen dafür, in welche Richtung es nicht gehen sollte, wenn die ARD einen palästinensischen Film, der vor einigen Jahren für den Oscar nominiert war, der nicht mal in den besetzten Gebieten spielt, einen sehr nachdenklich zurückhaltenden Film aus der Mediathek herausnimmt, weil es ja irgendwie was Palästinensisches ist. Dieses Überreagieren, das erinnert mich ein bisschen an die Reaktion auch nach dem Überfall, der russischen Überfall auf die Ukraine. Dazu neigen wir gerade im Kulturbereich. Und dann wird es und auch zugleich empfangen wir einen Antisemiten wie den türkischen Staatspräsidenten. Und das sind sozusagen jetzt allein auf der Ebene von zwei symbolischen Handlungen, die beide falsch sind. Ja. Das hat jetzt allerdings trotzdem nichts damit zu tun, dass wir wirklich in der Schule wirklich sehr ganz intensiv dieses Thema werden. Und, weil ich auch noch mal sagen wollte, auch in der 2015er, 16er Zeit, als so viele Flüchtlinge zu uns kamen, da sind auch Elemente implementiert worden, die wir wirklich verstärken müssen, nämlich dass in den Integrationskursen, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, auch Staatskunde, Bürgerschaftskunde und ähnliche Dinge gemacht werden müssen. Und das muss ein Dauerthema sein, um tatsächlich Menschen aus einer anderen Kultur sehr viel stärker auch noch mal deutlich zu machen, das ist die Kultur, in der wir leben. Denn der Anspruch ist, jeder, der in Deutschland lebt, egal ob er hier geboren ist oder ob er zu uns kommt, muss klar im Kopf haben, dass Antisemitismus hier ein absolutes No-Go ist. Diese Kurse, ja, stimme ich voll zu. Es sind nur leider alles völlig überfüllt. Die Schulen sind völlig überfordert mit dem, was sie gerade die letzten 18 Monate an Migration. Wir müssen diese Dinge dann schon zusammendenken zu leisten haben. Übrigens ein Ort, und ich glaube, über den wollen Sie jetzt eh reden. Neben der Schule gibt es auch noch die Hochschule. Wir haben jetzt über rechtsextremen Antisemitismus geredet, über muslimisch und zum Teil islamistisch geprägten. Aber wir haben ja auch noch den Linksradikalen, die linke Ideologie, die wir hier auch an Berliner Hochschulen gesehen haben und wo sich so ein ganz ungutes Gemisch, so eine unheilige Allianz von anti-westlich sein gibt. Peking und Moskau lachen sich wahrscheinlich tot darüber, was da noch zusätzlich passiert. Und ich finde, der Teil gehört auch noch beleuchtet. Das ist nett, dass Sie dahin noch das Fenster öffnen. Ich wollte tatsächlich noch mal nach Hendrik Wüst fragen, der ja schlauerweise gesagt hat, und es sind unsere Kinder. Auch diese Zugewanderten sind ja eben Kinder, um die wir uns eigentlich kümmern müssen, die wir nicht mit aller Gleichgültigkeit und Desinteresse ihrem Schicksal überlassen sollten, auch aus politischen Gründen nicht ihrem Schicksal überlassen können. War das eine Frage, eine Feststellung? Das war eine Feststellung, glaube ich, damit ich jetzt endlich zu der Frau komme. Da stimme ich aber zu der Feststellung. So, damit ich jetzt endlich zu Sina Arnold komme, die am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin zum Thema linker Antisemitismus forscht. Frau Arnold, wir wollen endlich auch das verstehen, weil es irgendwie dazugehört und manche überrascht, obwohl es linken Antisemitismus schon lange gibt. Erklären Sie uns, was sind die Wurzeln, Israel zu hassen für Linke und was ist neu? Ja. Ja, guten Abend erstmal, genau. Es gibt eine lange Geschichte des Antisemitismus auch in der Linken. Gleichwohl war der Antisemitismus nie so konstitutiv für linke Bewegungen, wie es in der Rechten der Fall war. Also Linkssein funktioniert auch ohne Antisemitismus. Aber ich glaube, es gibt zwei ideologische Anknüpfungspunkte, die man historisch auch immer wieder sehen konnte. Und das eine ist quasi ein personifizierter Antikapitalismus, also eine Kapitalismuskritik, die den eben nicht als ein globales Herrschaftssystem sieht, als ein apersonales Herrschaftsverhältnis, sondern eben Schuldige sucht. Und das aufgrund der Geschichte des Antisemitismus sind dann eben die Juden, die Oligarchen, die Rockefellers, die Rothschilds. Sowas konnte man sehen zum Beispiel bei der Occupy Wall Street Bewegung. Ja. Jetzt relevanter ist eher der Antizionismus, der sicherlich seit 1967, seit dem Sechstagekrieg, sehr dominant ist. Das war vorher in linken Bewegungen anders, aber dort kann man sehen, da gab es so eine antizionistische Wende. Mhm. Und seitdem ist dieses Feindbild Israel eben etwas, was als Projektionsfläche dient für alles, wofür quasi, wogegen Linke sind. Also Israel steht dann für Imperialismus, für Kolonialismus, teilweise für Kapitalismus, teilweise für das Bündnis mit Amerika, mit den USA und für den Rassismus. Und als Okkupationsmacht offensichtlich? Natürlich, als siedlerkolonialistisches Regime. Und was man sehen kann, sind halt häufig sehr manichäische, sehr vereinfachte Weltbilder, bei denen es dann gar nicht um historische Fakten geht, sondern eben etwas, worauf sich Linke einigen können. Mhm. Ganz unterschiedliche Strömungen. Sie müssen auch noch mal kurz erklären, warum jetzt Greta Thunberg, Fridays for Future, eine ökologische Bewegung für die Freiheit Palästinas kämpft.
Ich glaube, das drückt sich genau darin aus, dass das quasi so ein kleinster gemeinsamer Nenner von Teilen der globalen Linken geworden ist. Und es gehört sozusagen zum guten Ton. Mhm. Wenn man links ist, zumindest, also in Deutschland ist es noch ein bisschen anders. Da gab es lange Diskussionen in den 90ern, in den Nullerjahren, die hier zu anderen Selbstverständlichkeiten geführt haben, in der außerparlamentarischen Linken, über die ich jetzt rede. In anderen Ländern gehört es zum guten Ton, wenn man links ist. Dann ist man nicht nur pro-palästinensisch, dann ist man auch gegen Israel. Mhm. Und das ist auf eine Art etwas, was vielleicht gar nicht so untermauert ist, was aber auch nicht unterlaufen wird. Wenn man das in Frage stellt, dann gehört man irgendwie nicht mehr dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei Greta Thunberg der Fall. Ich glaube nicht, dass Greta Thunberg Antisemitin ist. Yeah. Und man sieht, nebenbei bemerkt auch, dass es in Deutschland ein bisschen anders ist. Fridays for Future Deutschland hat sich ja distanziert von dieser Selbstverständlichkeit. Ne? Mhm. Und ich glaube, da muss man auch gerade auch mal angucken, wie wird darüber geredet, wenn dann die Junge Union daraus Fridays for Fascism macht und die ganze Klimabewegung diffamiert in einer Zeit, wo die Klimabewegung tatsächlich auch zu einem Feindbild geworden ist, dann haben wir, glaube ich, auch ein Phänomen, was auch auf dem Panel schon angesprochen ist. Da müssen wir uns auch fragen, wo findet gerade auch immer wieder eine Instrumentalisierung des Anti-Antisemitismus statt? Ne? Und wenn man jetzt mal in die empirische Forschung schaut, dann sieht man, Antisemitismus hat eine große Beharrlichkeit. Ne? Wir haben Zustimmungswerte von bis zu 30% und das seit 10, 20, 30 Jahren. Also in allen Milieus der Gesellschaft. Ne? Ist das ein richtig harter ideologischer Brocken? Wenn aber tatsächlich jetzt die Hamas als Freiheitskämpfer betrachtet wird, auch von queeren Aktivisten, von Menschen, die eben auf ihre besondere persönliche, auf ihren Charakter, auf ihre Persönlichkeit eigentlich ganz großen Wert legen, auf ihre persönliche Freiheit. Wie können die glauben, dass sie mit der Hamas als Herrscher überhaupt noch leben würden und am Leben gelassen würden? Also man ist ja streckenweise wirklich richtig entsetzt. Also zu sagen, die Hamas sind Befreiungskämpfer, würde bedeuten, dass woke Menschen als allererstes wahrscheinlich aus dem Fenster fliegen. Wie könnte man glauben, dass die Hamas eine tolle Regierung ist? Ich verstehe es nicht. Genau, in dem Fall ist es natürlich vollkommen absurd. Also Queers for Palestine bedeutet ja meistens vor allem Queers gegen Israel und nicht der Einsatz gegen die Hamas, gegen die Regierung in Gaza oder auch die Unterdrückung von Schwulen, Lesben und Queers in den besetzten Gebieten oder im Gazastreifen. Und da zeigt sich das eben, glaube ich, wieder, dass es so etwas Reflexhaftes gibt, dass vermeintlich unter diesem Logo oder diesem Label des Pinkwashing ja auch Israel unterstellt wird, dass quasi der Einsatz für LGBT-Rechte, für queere Rechte, dort eine reine Instrumentalisierung von der Besatzung abzulenken. Ja. Und aber Sie verstehen das auch nicht. Es ist eigentlich auch nicht mehr herzuleiten oder zu erklären. Ich glaube, man kann es wirklich nur verstehen, wenn man quasi irgendwie diese Zentralität dieser Israelfeindlichkeit auf der Linken sich anschaut. So. Ja. Und das bedeutet natürlich, es braucht irgendwie eine innerlinke Selbstkritik. Und es bedeutet aber auch, dass wir gesamtgesellschaftlich irgendwie gucken müssen, wer redet wann wie darüber. Ja. So, ne? Und das ist Israel, das muss man auch noch mal verstehen, diese Postcolonial Studies, Israel als letzter Kolonialstaat, der also lauter weiße Kolonialisten enthält, die im Grunde von niemandem unterdrückt oder hässlich behandelt werden können. Wie kann man das erklären als ein solches zentrales Korn des Denkens der globalen Linken? Dahinter steckt auch eine bestimmte Form von Rassismusanalyse, nach der quasi Rassismus vor allem etwas ist, was entlang dieser Binarität schwarz-weiß stattfindet, was für also etwas, was von der Theorie her stark aus den USA kommt und dort aufgrund der Geschichte der Sklaverei natürlich auch zustimmt. Was aber bedeutet, dass in diesem Rassismusverständnis Juden und Jüdinnen ausschließlich als weiß imaginiert werden können. So, und das bedeutet, dass es schwer ist, über Antisemitismus zu reden, weil wenn Juden und Jüdinnen weiß sind, dann sind sie ja sozusagen auf der Gewinnerseite der Geschichte. Ja? Mhm. Dann gehören sie zu denen, die tendenziell unterdrücken und nicht die, die unterdrückt werden. Und ich glaube, wir haben tatsächlich einen Import von diesem Rassismusverständnis, was im deutschen Kontext natürlich umso absurder wird. Und wenn man mit dem Blick dann auf Israel schaut, dann hat man da eben einen weißen
kolonialen Siedlerstaat, der People of Color unterdrückt. Ja. Und dann ist es halt eben eine sehr einfache Erzählung, die quasi die ganze Komplexität dieses Konflikts und auch die Komplexität der Staatsgründung ausblendet. Völlig negiert. Und es wird tatsächlich auch gelehrt. Jens Spahn sprach darauf ja an, dass es überzeugte Dozenten gibt an den verschiedensten Universitäten in der Welt. Ja, von aber New York da würde ich, tatsächlich noch mal vorsichtig sein, ne? Weil ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Verallgemeinerung, die gerade stattfindet. Die Leute, die gerade sehr, sehr viel über Postcolonial Studies reden, haben in meiner Erfahrung nach sehr, sehr wenig von der tatsächlichen Literatur gelesen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das mehr lesen und auch uns anschauen, was steckt da auch an Richtigen drin im Hinblick auf Rassismuskritik, Imperialismuskritik. Ja. So, und trotzdem muss man Franz Fanon ja in seiner Zeit verstehen. Also der muss ja auch kontextualisiert werden, um dieses hübsche Modewort zu verwenden, und sollte jetzt nicht mehr zwingend auf das 21. Jahrhundert übertragen werden. Das ist immer die Herausforderung bei Theorie, dass wir darüber diskutieren. Und ich glaube, wir müssen aber auch schauen, dass wir jetzt hier nicht das Feindbild des woken Postkolonialismus bedienen, der plötzlich dafür steht, der gerade jetzt für unseren Kampf gegen Antisemitismus steht. Und wenn tatsächlich Palästina nun auch von deutscher Schuld befreit werden soll, auch das ist so ein Slogan, Free Palestine from German Guilt. Wie ist das zu erklären? Warum spielen wir da jetzt sozusagen auch noch mal doppelt in einer linken Schlussstrich-Debatte eine Rolle? Ja, genau. Sie spielen an auf einen Slogan, der unter anderem auch von Demonstrantinnen vor dem Auswärtigen Amt gerufen wurde, von linken Demonstranten, Demonstrantinnen. Und das ist natürlich so ein, ich glaube, unbewusster, aber tatsächlicher Schulterschluss auch mit den jahrzehntelangen Forderungen der Rechten, nämlich endlich, wie Sie sagen, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Und das ist natürlich gefährlich. Also die Logik, die dahinter steckt, ist ja, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser jetzt quasi die Opfer der Staatsgründung Israels sind und das und die quasi mitgeneriert worden ist durch den Holocaust, also über diese Verbindung irgendwie Deutschland dazu Rechenschaft zu ziehen soll, was aber eben ausblendet, dass die Erinnerungskultur in diesem Land natürlich verteidigt werden muss, natürlich weitergelebt werden muss und genau, ja, und ich habe vergessen, hat geredet. Einen hässlichen Schluss zieht. Frau Arnold, klasse, dass wir Sie heute bei uns hatten. Ich marschiere mal ganz, ganz schnell zurück in die Runde und sage, das war tatsächlich ein Ritt durch die verschiedensten Formen von Antisemitismus. Ich darf mich bei den Gästen dieser Sendung ganz herzlich bedanken, weil wir nämlich sowas von schnell zu Markus Lanz übergeben müssen und auch wollen und hoffe, dass Sie einigermaßen gut durch die Nacht kommen. Vielen lieben Dank, dass wir heute diskutieren konnten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, 22:15 Uhr, nächsten Donnerstag. Bye, bye. Danke.